und schieben uns in die Bankstellung. Stützen uns einmal ab. Wir haben das Handtuch noch locker hier in den Händen. Ja, auch wieder Fingerspitzen gestreckt lassen. Zwischen Daumen und Handfläche hast du das Handtuch hier locker eingeklemmt. Hast einen Faustbreiten Abstand zwischen den Knien. Lass die Füße mal locker ausschütteln. Nach oben, unten, zur Seite. Füße in den Fußgelenken ganz locker lassen und dann Füße gestreckt wieder absetzen. Und wir lösen im Wechsel die rechte und die linke Hand. Und der freie Arm zieht das Handtuch nach außen weg. Das ist keine große Bewegung, weil hier ist ja schon Schluss. Das heißt, fast ein bisschen isometrisches Training. Die Arme sind gestreckt. Von der Bewegung her tun wir so, als wollten wir das Handtuch hier zur Seite ausdehnen. Halten die Position auf der Matte und spüren, wenn wir mit dem gestreckten Arm das Handtuch zur Seite wegziehen wollen, wie wir damit die Bauchmuskulatur trainieren und aktivieren. Immer kräftig durch den schmalen Mund ausatmen in dem Moment, wo wir mit gestreckten Armen das Handtuch nach außen ziehen wollen. Du ziehst den Brustkorb dadurch ein, den Bauch flach und den Beckenboden nach oben innen und spürst, wie du die Bauchspannung aufbaust. Dann lassen wir die Füße locker und gestreckt, Faustbreiten Abstand zwischen den Knien, lassen uns mit dem Gesäß ganz nach hinten sinken und strecken die Arme nach vorn auf Handtuchbreite. Auch hier dient das Handtuch wieder der Orientierung, dass wir also die Arme genau in dieser Breite haben und auch lassen. Wir brauchen jetzt keinen festen Zug auf dem Handtuch, sondern einfach so ein bisschen festhalten, ein bisschen auseinanderziehen, dass wir wissen, okay, das Handtuch ist in der gestreckten Position, die Füße sind gestreckt, wir lassen das Gesäß zu den Fersen sinken und lassen die Schulterblätter in die Mitte des Rückens nach hinten unten, falten uns klein zusammen, lassen den Kopf zwischen den gestreckten Armen zu Boden sinken. Jeder Ausatmung lassen wir unserem Körper etwas mehr der Schwerkraft folgen und können hier langsam diese Übungseinheit ausklingen lassen. Spür noch einmal hinein, wie die nach oben außen gestreckten Arme trotzdem die Schulterblätter in die Mitte des Rückens nach hinten unten schieben. Die Schulter im vorderen Bereich wird gestreckt. Das ist der Brustmuskel, der gestreckt wird. Strecke auch die Ellenbeugen, dass gegebenenfalls verkürzte Arminnenseiten mitgedehnt werden. Lass dich mit dem Rumpf immer dichter auf die Oberschenkel sinken. Spüre die Dehnung im Hüftbereich beim Zusammenfalten der Hüfte. Spüre die Dehnung im unteren Rücken, wie sich auch Hüfte und unterer Rücken miteinander anfühlen. Lass die Füße gestreckt, spüre deine Fußrücken auf dem Boden. Und wie fühlen sich auch die Fußsohlen an hier in der Position? Mit der nächsten Ausatmung schieben wir die Hüfte in die Streckung. Wir lassen einmal das Handtuch liegen, kommen mit dem ganzen Körper in die Streckung, im Kniestand. Breiter Abstand zwischen den Knien, legen wir die Hände locker oben am Gesäß an und mit jeder Ausatmung strecken und halten wir die Hüfte in der Streckung, das Gesäß angespannt und achte darauf, dass wir zwar mit Schultern und Ellenbogen nach hinten gehen und den Brustmuskel strecken,
dass wir nicht zu sehr ins Hohlkreuz gehen. Also die Hüfte streckt, das Gesäß spannt an. Schultern, Ellenbogen gehen nach hinten, aber wir halten die Bauchspannung, der Bauch flach, den Brustkorb flach und gehen mit dem unteren Rücken nicht zu sehr hier ins Hohlkreuz. Ja? Das ist wichtig. Also Gesäß spannt an, Hüfte streckt, Bauch zieht flach, unterstützt den unteren Rücken, Brustkorb zieht flach, unterstützt den oberen Rücken, Ellenbogen, Schultern ziehen nach hinten, Kinn zieht zur Brust, Nacken lang. Die Streckung der Hüfte, hauptsächlich durch die Spannung des Gesäßmuskels, das macht dann auch wieder einen knackigen Popo und gleicht einen verkürzten Hüftpolster aus. Gesäß, 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 spannt an, spannt an, spannt an, Hüfte, streck, streck, streck.